kommen wir zu einer der wohl spannendsten, abwechslungsreichsten und interessantesten Angelmethoden im Game. Wacky Rig. Wacky Rig, Wacky Würmer, ganz, ganz wildes Ding, denn wir versuchen mit der Kunstködermontage oder mit einer Kunstködermontage einen lebendigen Wurm zu imitieren. Wir versuchen quasi sowas wie Grundangeln zu machen, aber mit dem Spinning. Das heißt, wir nehmen uns Gummiwürmer, hauen dann Haken durch und versuchen, diesen Gummiwurm Leben einzuhauchen. Das machen wir jetzt. Ich schnapp mir meine Rute. Das ist das Sahnestück für sämtliche Gummiködermontagen. Kann man sich dann irgendwann im hochleveligen Bereich auch mal gönnen. Wenn man eh schon so weit ist, dass man Wacky Rig irgendwann frei hat, ist man wahrscheinlich auch schon ein bisschen höher vom Level. Und dann kann man sich auch irgendwann mal so eine gute Route leisten. Kurzer Blick darauf, es ist die Vexilla, hatte ich im letzten Video, ich verlinke das nochmal, zu den Jig-Montagen. Da hatte ich das Ding auch schon mal kurz vorgestellt und hier jetzt gerade einfach mal zusammengebaut mit dem Wacky Rig. Beim Wacky Rig ist es so, wir brauchen wieder spezielle Haken. Auch hier sind es Haken mit einem kleinen Gewicht auch schon dran. Denn wir wollen eben auch diesen Gummifisch nochmal zusätzlich beschweren, dass wir die auch richtig gut weit rauswerfen können. Was hier wichtig ist, wir haben Haken bis zur Größe Nummer 6, Mittel 6, die eben sehr gut funktionieren für die ganzen kleineren Würmer. Ab der Stufe 4 ist es so, dass wir dann eben die größeren Würmer verwenden können. Gefühlt ist es momentan so, dass die wichtigeren oder viel mehr Fische auf die kleineren Würmer funktionieren. Das heißt also, hier müssen wir darauf aufpassen. Und ich glaube, das hier ist der schwerste Stufe 6 Haken, das schwerste Gewicht, nur 5 Gramm, was es gerade gibt. Das ist natürlich schon echt knapp. Fürs Ultralight-Angeln überhaupt kein Problem. Wir haben hier sehr schön viele kleine Variationen, sehr schön leichte Köder, gar kein Ding. Also im Ultralight-Bereich gar kein Dingen. Wenn man allerdings hier mal ein bisschen entspannter und dicker unterwegs sein will, ist man, wie gesagt, mit einem so leichten 5-Gramm-Köder tatsächlich schon hart am Limit. Und das ist jetzt auch hier bei mir hier gerade der Fall. Ich habe hier gerade ein Gewicht von 6,5 Gramm. Das ist wahnsinnig wenig, zumal ich eben hier ein Wurfgewicht von 7 Gramm habe. Deswegen müssen wir gucken, dass wir das Teil hier maximal rauswerfen. Ich verwende hier jetzt eine 6000er Rolle, die eben sehr gut ist fürs Angeln oder fürs Spinning. Also die rollt sehr schön leicht ab und dementsprechend, ja, klappt das hier jetzt mit dieser Route auch noch ganz gut. Man ist ja jetzt so gerade so in diesem Wurfgewichtsbereich. Naja, besser wäre halt, wenn das ein bisschen schwerer wäre, dann käme man weiter raus. Aber auch wie gesagt, hier gerade am Windenbach klappt es ganz gut. So ganz weit müssen wir ja hier nicht raus. So, was machen wir jetzt hier? Ihr seht mich gerade schon so ein bisschen wild rumzuppeln. Letzten Endes ist es so, dass man verschiedene Methoden oder Führungsmethoden machen kann. Man kann zum Beispiel einfach auf Geschwindigkeit, keine Ahnung, 3, 4, 5 einfach einleiern. Ganz normal, locker durchziehen. Dafür empfiehlt es sich natürlich, dass man dann vielleicht dieses automatische Einkurbeln verwendet. Automatisches Einkurbeln habe ich auch in verschiedenen Videos schon mal vorgestellt. Ab in die Einstellung, ab in die Steuerung. Primäre Aktion auf den Nummernblock legen. Nummernblock 0 zum Beispiel. Sekundäraktion habe ich hier aufs Komma daneben gelegt. Alles wie gesagt auf den Nummernblock. Dann, hoppa, jetzt können wir schon. Dann könnt ihr mit der 0 einkurbeln. Das ist schon mal gut. Und wenn ihr 0 gedrückt haltet und Shift gedrückt haltet, kommt eben das schnelle Einkurbeln. Wir machen das mal eben. Also auswerfen. 0 zum Einkurbeln, Shift zum schnellen Einkurbeln, 0 loslassen, Shift loslassen und er kurbelt automatisch ein. Wichtig natürlich, Nummernblock muss aktiviert sein, also das muss leuchten an der Tastatur, dann funktioniert das. Und wenn ihr raus wollt aus diesem, dass es automatisch einkurbelt, wieder die 0 drücken, dann seid ihr da auch wieder raus.
Das zählt übrigens nicht in Richtung Makro oder irgendwie, ja, Cheaten oder sowas in der Art. Ich hatte das irgendwann vor Jahren einfach festgestellt, dass das funktioniert, weil ich tatsächlich übelst Schmerzen hatte im Zeigefinger vom ewigen drauf rumpressen auf der Maus, weil man ja den dicken fetten Brocken rauskurbeln will. Und irgendwann musste ich mir eine Alternative suchen. Ich habe mir das einfach auf der Null gelegt und es hat funktioniert. Und aus Versehen ging es dann hier mit dem automatischen Kurbeln los. Passiert halt einfach irgendwann. Und es hat mir wahnsinnig geholfen. Gerade beim Spinning verwende ich das mittlerweile fast ständig. Am Belaya für Spinner und so weiter ist das auf jeden Fall eine ganz, ganz große Hilfe. Ja, die zweite Möglichkeit neben dem Durchleiern von solchen Wecki-Würmern ist es, das Durchleiern auf einer gewissen Geschwindigkeit. Und zwar so angepasst, die Geschwindigkeit angepasst der Strömung des Gewässers. Strömung des Gewässers, jawohl, es funktioniert natürlich auch nur da, wo das Gewässer eine Strömung hat. Heißt also nicht an irgendwelchen Seen, sondern wie gesagt an irgendwelchen Flüssen. Auswerfen, durchleiern und dann die Geschwindigkeit anpassen. Das ist oftmals so zwischen 9 und 11 ungefähr gelegen. Einfach hier mal ein bisschen testen, ab welcher Geschwindigkeit kommt dann das Treibangeln. Und das ist quasi genau das, jetzt muss ich noch mal ein bisschen weiter werfen, das ist genau das, was man dann, wie gesagt, machen wir mal so, was man dann beim Posenangeln zum Beispiel macht. Treibangeln, noch ein bisschen langsamer, doch noch langsamer. Das ist ja der Hammer, Alter. Jetzt habe ich aber lange rumprobiert, da war es gerade das Treibangeln. Alter Falter, ich kam ja schon richtig in Schwitzen hier. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, verdammt nochmal, geht das Treibangeln nicht mehr? Es ist tatsächlich hier an dem hinteren Teil des Gewässers auf deutlich langsamerem Tempo auf einmal. Ich hatte immer so um die 10, wie gesagt, im Kopf. Und jetzt hatte ich hier gerade mal mein UL-Set extra nochmal ausgepackt, weil ich echt am Verzweifeln war. Es geht hier... Na, da haben wir es doch. Auf einer 7 ungefähr hier auf diesem Set funktioniert es gerade. Heißt also, jetzt machen wir quasi sowas wie Posenangeln mit dem Wecki-Rig. Die Pose treibt entlang und der Wurm wiggelt da unten lang. Und das machen wir ja jetzt quasi genau so mit der Spinning-Route. Dafür, wie gesagt, ist es halt notwendig, dass man dann eben schön ein passendes, ein fließendes Gewässer hat. Und dann auch ungefähr die Flussgeschwindigkeit dann eben hinkriegt hier. Ganz, ganz tricky. Zack, und da geht wieder einer rein. Übrigens gerade hier in dem Bereich einige Döbel auch schön reingegangen auf das Set. Ja, eine andere Möglichkeit eben mit dem Setup rumzuhantieren, wenn man das nicht so speziell haben will, sondern man will einfach nur entspannt ein bisschen dem Wurm ein wenig Leben einhauchen. Ich drehe da immer schön nach oben, auch manchmal maximal und dann wird einfach ein bisschen gekurbelt. Das ist so für mich die ultimative Angelmethode fürs Rumprobieren, wenn man mal so ein bisschen lazy nebenbei angeln will und auch da vielleicht ein bisschen abgelenkt ist. Da ist es nicht so wichtig, ob man jetzt genau dem richtigen Rhythmus und immer wieder drinne ist, sondern da kann man mal ein bisschen kurbeln, ein bisschen Pause machen, mal ein bisschen rechte Maustaste drücken und dann lügt das schon. Guck, da haben wir hier schon direkt den nächsten Döbel wieder. Ein Kilo schmeckt. Weiter geht's. Also maximal auswerfen. Dann dem Wurm hier so ein bisschen Leben einhauchen, Kurbel, Kurbel, ein bisschen rechte Maustaste. Und so funktioniert das auch tatsächlich an allen anderen Gewässern. Selbst am Ladoga-See, wenn man da auf diese seltenen Renken und Maränen geht, super. Absolut entspannt, gechillt oder am Archipel klappt das auch super. Heißt, man dreht ein bisschen, macht vielleicht einfach mal eine Pause, lässt den ein bisschen treiben, macht mal hier so rechte Maustaste, ein bisschen zuppeln. Wieder drehen und das ist ja eigentlich auch ja, in Real Life, also man kurbelt halt so ein bisschen und dann macht man eben immer so ein bisschen das Gezuppel. Man kriegt es halt im Game nicht so ganz gut hin mit dem Gezuppel, mit dem Feinen, aber das kann man eben mit dem Kurbeln hier so ein bisschen variieren und dem Wurm halt so ein bisschen Leben einhauchen. Wenn wir dann an hochleveligeren Gewässern sind, können wir dann natürlich auch die größeren Haken verwenden. Viererhaken, Einserhaken zum Beispiel funktionieren auch in der Regel ganz gut. Ich fange mal hier an mit einem Viererhaken. Und da haben wir dann auch
die größeren Köder dran. Auch da einfach variieren in Farbe, in Form. Und letzten Endes bleibt es allerdings auch dann wiederum dabei, dass man auswirft, dem Wurm ein bisschen Leben einhaucht. Man zuppelt ein bisschen dran rum. Und das ändert sich eigentlich nicht. Das ist einfach die Methode. Man testet an verschiedenen Gewässern und versucht eben mit diesem Wurm auch Fische zu fangen, die man eben normalerweise fürs Angeln beim Spinning eigentlich gar nicht bekommt. Ist das nun wirklich wichtig und interessant? Ja, ich sag mal, fürs Ultralight-Angeln ist es wirklich interessant, wenn man versucht, Ultralight-mäßig in den Rekorden etwas zu fangen, was man vielleicht sonst auf UL eigentlich nicht fängt oder normal auf Spinning. Also da kann man natürlich schon so ein paar Ultralight-Rekordpunkte machen. Ansonsten ist es einfach nur ein bisschen was Spannendes und Interessantes, um das mal so ein bisschen auszuprobieren. Ich hatte das tatsächlich auch damals geskillt, habe das jetzt mittlerweile wieder verskillt, weil ich es einfach zu selten mittlerweile verwende. Eigentlich schade drum. Ich fände gut, wenn das wieder ein bisschen populärer wird. Es gibt so viele verschiedene Köder davon. Das wäre wirklich spannend, wenn man das wieder ein bisschen mehr verwenden könnte, weil es eben auch besser funktioniert. Es funktioniert halt, ja, nach einem Nerf von ein paar Jahren, da funktioniert es halt leider nicht mehr so ganz gut, wie es mal funktioniert hat. Und deswegen macht es eigentlich auch im Moment nicht wirklich viel Sinn, da großartig Skillpunkte rein zu investieren. Wie gesagt, es bringt halt gerade leider nicht ganz so viel, wie es bringen könnte. Trotz allem ist Vecirig immer wieder spannend. Wenn ich mir hier zum Beispiel die Wolchow-Renke anschaue, die wahnsinnig gut Silber bringt, allerdings auch super selten ist, funktioniert das dann natürlich auch immer mal wieder ganz gut. Sowohl am Archipel habe ich die in ähnlicher Größe gefangen, als auch hier am Ladogasee auf diesen W-Stick 0502. Da ist das Gerät. Also man kann das immer mal wieder testen. Auch das ist aber natürlich auch wieder jetzt Wetter und ja, dementsprechend farblich dann abhängig, ob das funktioniert oder nicht. Hier jetzt in dem Fall einen großen Einserhaken und dann gib ihm. Das, wie gesagt, wäre eben auch eine Möglichkeit, um es dann zu verwenden, dann wiederum am Wolchow auf die etwas größeren Fische. Hier so am Windenbach würde ich, wie gesagt, diese kleineren Haken verwenden. Reicht komplett. Übrigens auch immer der ultimative Köder, wenn man mal auf Barsche geht. Tja, da ist er auch schon. Barsch ist einfach mega anfällig für diesen Köder. Hat einfach immer Bock auf Vecirig. Das heißt, wenn man mal in einem Barschturnier ist, Vecirig regelt. Wenn das Ganze geholfen hat, Daumen da lassen fürs Video, den Kanal abonnieren, hilft mir wahnsinnig. Dankeschön dafür. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs, Freitags, 19 Uhr. Petri.